Leute, ich stehe hier an einem Fluss in Osteuropa, weil ich will eine Fischart fangen. Ich habe sie schon ein einziges Mal gefangen. Seit mehreren Jahren versuche ich irgendwo in Europa, in Deutschland, wir waren noch in dem anderen Land, was wir nicht sagen dürfen, wo das ist. Da ist noch einer, Junge! Der passt nicht in den Köcher. Du mit dem Kopf zu schütteln. Lebensgefährlich. Das wird was, Victor, das wird was. Er hat abgedreht. Mach weiter. Ich seh ihn. Alter, sieht der krass aus. Ronald! Gibt's nicht! Super Backpack! Kescher, mal schauen, was ist. Nimmst den Kopf rein, ja. Und gehst dann sofort. Ich geh direkt hoch, ja. Junge! Nur den Kopf, auf keinen Fall den Schwanz einkeschern. Und sag jawohl! Wuhu! Ja! Jawohl! In Österreich, überall war ich jetzt schon gewesen, wo man denkt, dort gibt es Huchen. Habe einen kleinen bereits gefangen. Okay, Fisch on, Leute, Fisch on. Ich glaub's nicht. Also, es fühlt sich wie eine große Forelle an. Das ist ein Huchen, glaub ich. Ja? Und vor allem davor einen Biss gehabt, hing nicht. Hast du so verdient, hol ihn dir bitte. Alter. Oh Gott, das wäre krass, wenn das jetzt geklappt, ey. Hast du ihn? Ja! Victor! Alter, Richie! Da ist er, Leute. Alter. Leute, ey. Er ist kein Riese, was ist das? Ein 60er oder so, aber. Aber diesen Riesenhuchen, den ich einmal auch dran hatte. Victor, nein! Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ihr seht's nicht. Krieg einen Biss. Hau an. Er hängt. Alter, wie krass. Und er geht wieder ab. Warum? Der ist mir in den letzten Jahren nicht vergönnt gewesen. Und genau deswegen haben wir diese krasse Reise auf uns genommen. Wir haben das Ziel, jetzt einen Huchen, den sogenannten Donaulachs, jenseits der Meter 30 Marke zu fangen. Es ist einfach der Fisch der 10.000 Würfe. Drückt uns bitte die Daumen, weil es wäre einfach so krass. Mein ganzes Leben lang träume ich schon davon. Seit 3 Jahren, seitdem ich mitbekommen habe, dass es wirklich möglich ist, die auch zu fangen, versuche ich es. Jetzt geht's los. Mission Riesenhuchen. Heftig. Was ist denn los? Alter! Hänger? Kein Hänger, ja? Nee, es bewegt sich komplett. Was ist das? Alter, was ist das? Arbeit. Alter! Doch! Ist schon da? Alter! Geil! Alter! Wow! Majestätischer Wachs! Wer sich aber am meisten in meinem Bekanntenkreis mit Huchen auskennt, ist... David Wenzel. Richtig, David Wenzel, weil der hat nicht schon welche gefangen in Japan, aber es war mir ein bisschen doch zu weit. Das Ding ist, das ist halt einfach der Fisch der 10.000 Würfe. Woran liegt das? Einerseits so ein Eschenschwarm, da sind halt 100 Eschen drin, kann man 100 Eschen fangen. Ein Huchen ist halt einfach mal wie so ein Löwe, der braucht sein eigenes Revier. Das heißt, es gibt einfach auf jedem Kilometer nur einen oder zwei. Und das nächste Problem ist, die Dinger machen so ein bisschen wie Fastenzeit. Die fressen einmal in der Woche, dann auch, wenn es richtig fett ist, so eine Riesenforelle oder so. Aber jetzt nicht jeden Tag 15 Wobbler. Das heißt, man muss genau diese kleine Chance abwarten, wo dann der Huchen Bock hat zu fressen, auch da ist und dann den perfekten Wurf machen. Deswegen ist das echt schwierig. Es ist wieder mal so eine Angelei, wo zumindest ich jetzt einfach noch nicht so richtig das Gefühl habe, wie das funktioniert. Also ich hatte wie gesagt 2 Bisse bis jetzt. Einer davon war gefühlt monströs. Der andere war eher wie, sag mal, wie eine große Bachforelle, bin ich ehrlich. Hast du einen? Ja, klar. Doch ganz einfach, Leute, innerhalb von den ersten 3 Würfen. Das ist ja ein geiles Video, oder? Ich bin demütig, ich versuche zu lernen, ich hoffe, dass ich so einen Riesenteil fange. Ich freue mich über jeden Fisch trotzdem, oder jeden Biss, den ich überhaupt bekomme. Und bin auch sehr froh, einfach in diesem krassen Gebiet hier, in diesem Surrounding, guckt euch mal bitte an, wie geil das hier aussieht, überhaupt angeln zu dürfen. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. So, Leute, jetzt gehen wir zum nächsten Spot hier. Das ist relativ steil. Aber das gehört ja irgendwie mit dazu, dass man da angelt, wo keiner sonst angelt. Weil zum Beispiel alle, die älter als 60 sind oder 50, sagen wir älter als 80, kommen hier gar nicht mehr runter. Da hat man schon eine große Menge an Anglern aussortiert, die hier quasi gar nicht hinkommen. Jünger als 10 ist auch schwierig. Richtig, da brauchen wir nicht einen Erziehungsberechtigten. Denn das erlaubt, dass man hier runterklettern darf. So, hier ist ein schönes Rauschen, ne? Und an Rauschen ist ja eigentlich auch meistens immer was los. Plus ein geiler Einlauf, das ist eher das Geile hier. Ja?
Ja, hier kommt ein kleiner Bach rein. Hier habe ich ein Video gesehen. Im Frühling ziehen die ganzen Nasen, was hier der geilste Futterfisch ist, ziehen die hier hoch in den kleinen Bach. Und hier ist eine Gumpe, also hier würde ich auf jeden Fall mal reinwerfen. Wie viele Würfe macht man jetzt an einem Spot? Also ich habe gelernt, dass die vor allen Dingen, sind ja, also es ist schon ein geiler großer Fluss, aber doch nicht jetzt die Riesendonau oder so. Und da kriegen die es schon mit, hier wird auch geangelt, wenn hier 50 Köder reinfliegen. Ich habe gelernt, beim ersten Platscher, wenn der Köder reinkommt, gucken sie. Beim zweiten Platscher, also zweite Wurf, entweder fressen sie oder es wird nichts mehr, wir müssen den Spot wechseln. Wir können aber den gleichen Spot, wir haben hier so 8-9 Spots, die funktionieren, können wir heute Abend noch 5-6 Mal anfischen. Das ist aber sportlich, also quasi 2 Würfe pro Spot? Das wird sportlich, ja. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier schon 20 gemacht, dann wird wahrscheinlich jetzt keiner mehr einsteigen. Nee, also ich würde sagen, wir laufen die Treppe jetzt wieder hoch, die Steine, laufen zur nächsten Gumpe, eigentlich immer gleich aufgebaut. Rausche, tiefe Rinne, flache Zone. In der tiefen Rinne stehen die guten tagsüber und dann abends oder morgens kommen sie aus der Tiefe raus, ins Flache zum Jagen und dann müssen wir sie abgreifen. Auf geht's zum nächsten Spot, wa? Yes. Es ging aber schnell. Ich dachte wirklich jetzt ohne Spaß, Colin, das war nur ein Stein, aber der Stein zieht doch keine Köder runter. Entweder fressen sie, Victor, da fehlen noch 9.980 Würfe. Ja, die kann ich ja danach machen. Weißt du, die kann man ja, muss man nicht alle auf einmal sozusagen, das ist ja wie mein Lotto. Fängst erst den Fisch und machst dann die Würfe dafür? Ja. Okay. Oder ich fange den Fisch und lass dich die Würfe danach machen. So, was ja richtig geil ist hier, dass hier überall diese Hütten stehen, ne? Also diese... Echt krass geil gemacht. Diese Grillplätze, ne? Nicht nur die Hütten, sondern wie du gerade gesagt hast, auch hier da vorne ein Grill. Also für die Leute wird hier echt viel gemacht. Nicht nur einmal alle 10 Kilometer, sondern wirklich alle 500 Meter am Bach. So, und was haben wir jetzt hier für einen Spot? Das ist echt witzig, Leute. Das ist relativ nah an unserer Unterkunft dran. Und wir haben ja trotzdem bis jetzt noch nicht geangelt. Aber gestern haben wir hier abends eben genau Abend gegessen. Und dann kam so ein Opi her. Hat uns erzählt, dass genau hier ein Huch mit wie viel Kilo hat er gesagt? 12 Kilo. 12 Kilo. Und das muss ja nach unserer Schätzung, ist ja ein bisschen dicker wie Hecht. Als das ist ja ungefähr so ein 1,5 bis 1,15 Meter Huchen gewesen ja, sein. Das ist richtig krass. Und der hat gesagt, genau hier hat er ihn gefangen. Hier ist wieder so eine Kante, ne? Gibt es ja immer so irgendwie Kanten, dann geht es so irgendwie so runter. Und da stehen die wohl. Das ist richtig krass. Okay, gehen wir mal rein hier, wa? Mit unseren Warthosen. Okay, meinst du aber jetzt nochmal? Oder wird hier alles mitgenommen? Nee, ich glaube nicht. Also es werden schon Fische mitgenommen, aber ich glaube nicht alle. Aber ob der nochmal beißt, genau der. 12 Kilo wäre natürlich krass, ne? Also so ein, das wäre genau so ein Ding, was ich neulich dran hatte. Neulich vor einem Jahr. An dem anderen Fluss. Wie lange angeln wir denn? Na, tagsüber werden die auf jeden Fall mehr befischt als abends. Deswegen sollten wir richtig in die Dunkle dran angeln. So bis 22, 23 bis Uhr. Bis 22, 23 Uhr. Du willst jetzt sagen, wir müssen jetzt 10 Stunden angeln oder was? Auf einen Huchen, den wir vielleicht noch nicht mehr fangen? Ja, du tust so, als wäre das was Schlimmes. Das ist ja was Schönes, dass wir die Möglichkeit haben, 10 Stunden hier zu angeln. 10 Stunden, Colin. Du weißt, dass wir morgen um 6 Uhr aufstehen müssen. Ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Eigentlich um 4.30 Uhr und das ist die nächste Beißzeit, ab der man wieder angeln darf. 4.30 Uhr. Okay, Colin, ich habe eine geile Idee. Ich habe eine sehr geile Idee. Warte mal, pass mal auf. Machst du? Ich habe was Krasses mit dabei, weil ich dich ja kenne und sowas schon ein bisschen geahnt habe. Colin, weißt du, was das ist? Das ist mein Survival-Kit heute. Und zwar, was ihr braucht, ist im Prinzip Wasser. Am besten frisches Wasser. Und einen Energy Drink. Ich habe hier Holy. Gibt es nicht nur als Energy Drink, gibt es als Hydration, Eistee und Energy. Und das Geile an diesem Energy ist, ich bin ja normalerweise kein Energy-Fan, aber das hält 6 Stunden lang, man hat nicht dieses krasse Hoch und Tief wie beim normalen Energy Drink. Und das Entscheidende ist, ihr wisst ja, Colin, du weißt es auch, wir waren gestern im Fitnessstudio, vorgestern im Fitnessstudio, wir haben keine Lust, uns massenweise Zucker reinzuballern. Und das ist hier ohne Zucker, ohne Taurin, hat eine ganz spezielle Koffeinzusammensetzung, mit New Caf heißt das, das eben genau diese Wirkung hat, dass es länger hält und eben nicht so eine Hoch und Tief hat. So, und natürlich geile Inhaltsstoffe. Das werde ich uns jetzt mixen, weil es wirkt nicht nur, sondern Colin. Schmeckt auch ganz geil. Es schmeckt auch ganz geil. Genau. So, und ich werde mir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Hydration reinziehen, weil ich nämlich auch Durst habe. Und das hier, Cranberry, muss ich sagen. Ich habe jetzt mittlerweile noch mehr Sorten ausprobiert. Wenn ihr euch das Starter Pack Deluxe holt, gibt es einmal mit so einer Plastikmixer und mit einem Thermomixer. Und Leute, bis zum 2.12. gibt es eine Sonderaktion. Da bekommt ihr
das Starter Pack Deluxe statt 69,95 für 39,95. Und wenn ihr den Code ANGELN5 benutzt, bekommt ihr nochmal 5 Euro extra. Spart also unfassbar viel Geld, sodass ihr am Ende nur 34,95 oder 99 bezahlt. Das ist wirklich mal eine Sache, was geil ist, weil man kriegt es natürlich in Handgepäck mitgeliefert, ne? Also es ist halt keine Flüssigkeit. Also wenn wir sozusagen euer trinken, wisst ihr, müsst ihr mal rausmachen. So, und 6 Stunden, Colin, ab jetzt ist genau die Zeit, bis wir angeln können. Und da muss man extra konzentriert sein. Ne? Ja, nehme ich auch ein Schlückle. So, was will ich? Kostet mal. Ja, also wenn da wirklich gar kein Zucker drin ist, dann ist auf jeden Fall eine krasse Süße dafür. Ja. Das ist echt geil. Ja, das ist richtig geil. Und Colin, übrigens, während der Black Week kannst du den Holy Fire Truck gewinnen. Das ist ein umgebautes Feuerwehrauto zum Campingvan. Und du nimmst teil, indem du automatisch während der Black Week eine Sache kaufst im Wert von 10 Euro. Das ist nämlich ein Los, also 20 Euro Ausgabe, das sind 2 Lose. Wie viel wären 30 Euro? 4? Fast richtig, 3. Es gibt einen neuen Geschmack, der heißt Frosty Fox. Der schmeckt wie Eisbonbon und alte Geschmäcker kommen wieder auf den Markt, wie zum Beispiel Doppelapfel-Shisha. Okay, damit hältst du die 6 Stunden durch? Ja. Dann lass es uns durchziehen und fangen wir an. Gut, neuer Spot, neues Glück. Das Ding ist hier durchgepiept. Jetzt auf jeden Fall. Neues Spot, neuer Glück. Ja. Hier hat A-Punkt mal einen Riesenhuchen mitten zwischen diesen Krautfeldern gesehen, sagst du? Ja. Und du siehst ja, wie lang die sind. Also ich schätze, 1,25 Meter, 1,30 Meter. Und im Gegensatz zu allen Spots, die wir bis jetzt gefischt haben, das ist hier arschflach. Alter, da war ein Stieg. Wirklich? Ja, und es war ein richtig fetter Stieg. Aber Huchen steigen eigentlich nicht. Männer machen immer so Buckeln, wie so ein Delfin. Könnte auch ein Buckeln gewesen sein. Ja, aber ich glaube, es ist eher eine Forelle, muss ich sagen. So wie die steigt gerade. Und sie steigt ja die ganze Zeit. Aber eigentlich sind wir zum Huchenangeln da, ne? Ja, und du hast gesagt, ich soll Forellenruten mitbringen. Allerdings, obwohl ich mich gefragt habe, wie das funktioniert mit diesem Ryanair-Flugticket. Aber ja, und das ist ganz geil, Leute, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich mal ein Gamechanger, dass ich nicht mehr Rutenrohr mitschleppe, sondern einfach mir alle Toys bestellt habe. Und die haben alle in den Koffer einfach auf den Boden gepasst. Das ist wirklich geil. Und ein 1,90, 7 Gramm. 7 Gramm. Oder jetzt, guck mal, das ist 2,70, 80 Gramm, 2,40, 80 Gramm fürs Huchen an. Ich habe noch 100 zu Hause. Nee, habe ich aufgebaut schon. Nee, lass uns 200 Zentimeter 25 Gramm. Das ist die hier nehmen. Die kleine? Und ganz kleinen Spinner ranmachen. Dann macht es auch Spaß. Ja, das machen wir. Das dann ist es wie ein Meter Huchen drin. Eben. Sage ich immer wieder gerne, Carpe Diem. Wenn ich einmal die Chance habe, einen schönen Fisch zu angeln, sollte ich ihn auch angeln und nicht denken, ich fahre woanders hin und fange dann irgendwie 5000 Jahre nichts. So, hier aus der Better Fishing Box heute. Kleiner Drilling, nur unten. Lass beim Huchen angeln, ey. Ja, du weißt ja, vielleicht machen wir auch einfach eine Food Chain Challenge draus. Mhm. Und weißt du, was ich mit dem Ding mache? Ich lasse es einfach erstmal nur abtreiben, wie ein Stück Käfer. Ein Stück Käfer. Guck mal, läuft eigentlich ganz geil, ne? Also wenn es jetzt da eine Forelle stünde, aber ich mache einen ordentlichen Wurf jetzt. Wie kalt ist das Wasser? Musst du mir als Eisbader sagen. Warte. Wie viel Zentimeter? 11 Grad, kann das sein? 12 Grad? Ja, würde ich sagen. Okay, ich merke schon an meinem Fuß, Cornel, meine Warthose ist nicht dicht. Wirklich jetzt? Ja, und ich stehe noch nicht mal tief drin. Rechts oder links oder beide? Rechts. Oh nein, das wird dann aber hart die ganze Nacht. Alter, das gibt's doch nicht. Warum habe ich immer so ein scheiß Pech mit Warthosen? Also ich muss mal wirklich sagen, als ich vor 6 Jahren jetzt schon mittlerweile, wird auch alt, bei Flyways meinen ersten Kurzurlaub da gebucht habe. Wie alt warst du da? 12? Da war ich 14. Da haben die mir eine Leihwarthose gegeben. Nochmal ganz kurz. Zwischen 12 und 14. Das sind ja Welten. Gigantische Zeitausmaße. Wer noch jung ist in dem Alter, Welten. Auf jeden Fall haben die mir dann eine Leihwarthose gegeben. Die war damals schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Und die habe ich gehabt dann noch 5 Jahre. Das war eine Traunröber-Warthose hier von Rudi Heger. Ich muss dazu sagen, normalerweise gibt es hier keine Free-Werbung. Außer bei Rudi Heger, weil Rudi Heger ist ein Ehrenmann. Ich sag's immer gerne wieder. Ich stehe neben Präsident Trump, sitzt in dem, nicht neben Trump, Bush. Im goldenen Buch von Rudi Heger. Da freue ich mich sehr, bedanke ich mich sehr. Und auch so ist Rudi einfach ein cooler Typ. Auf jeden Fall hatte ich 5 Jahre eine Traunröber-Warthose. Ich habe jetzt dann endlich meine Traunröber-Premium-Warthose bekommen.
Die sind einfach nur geil, muss ich echt sagen. Und lass mich raten, jetzt kriegst du bestimmt noch einen Code. Na klar, Ketchup kriegt ihr 5%, was bei so einer Warthose mal easy 20, 30 Euro sind Rabatt. Das ist schon geil. Könnt ihr euch genau eine Better Fishing Box gratis kaufen sozusagen. Also ganz ehrlich, wenn das stimmt, was du sagst, möchte ich bitte gerne auch nur so eine Warthose haben. Auf deine Kosten, Colin. Ja, kein Problem. Dann kriege ich eine Treu. So Leute, ich wollte euch nicht die Enten zeigen. Wir haben gerade von der Brücke gespottet und tatsächlich haben wir einen Huchen gesehen. Ohne Spaß. Quasi, also hier sind alles voll mit, wir wissen nicht was, Nasen, Döbel, Forelle oder irgendwas. Und dann kam auf einmal über diesen weißen Ding so ein Riesenteil, so 65, 70, rüber geschwommen. Ich dachte, oh krass, Forelle. Und dann dreht er sich so um und dann sieht man richtig, hat man richtig gesehen, wie es so... Ich glaube, der hatte irgendwie einen Haken oder sowas drin von einem anderen Angler und hat den gerade probiert so raus. Da ist er. Ach krass. Also wir wissen auf jeden Fall, wo er wohnt. Aber warum? Der zieht ja richtig rum. Was macht der denn da? Sucht der Essen oder was macht der? Also wenn wir den anschmeißen, guck mal, da schwimmt er. Da. Ja, der hat noch Forellenrutengröße. Hat der Bock auf, sich gerade da so eine Forelle reinzuballern? Oder warum schwimmt der hier so super? Der ist jetzt auf jeden Fall nicht am Schlafen und gespuckt ist er auch nicht, würde ich sagen. Nee, ne? Sind das Döbel oder sind das Nasen? Das sind Döbel. Das ist immer ein schöner Döbel, hätte ich jetzt auch nicht gegen einzuwinnen. Und du bist die Nase. Ja, ich safe beim Beifang, wenn wir jetzt den Huchen probieren zu fangen. So, ich werde mal schon mal hier einfach mal ein Döbelchen fangen. Ich habe mir ein bisschen Brot dran gemacht, Leute. Und werde tatsächlich das versuchen, wenn ich hier lebend runterkomme. Ich weiß gar nicht, wie man nachts macht man das wahrscheinlich, weil man nichts sieht und deswegen einfach auch Gottvertrauen hat. Aber das hier ist schon relativ steil, muss ich sagen. Genau. Und wenn ich meinen ersten Fisch gefangen habe, ja, dann muss ich sagen, Leute, dann schmeiße ich auch eine ganze Nacht durch auf Huchen. Aber jetzt will ich erstmal sozusagen überhaupt was fangen. Ich hole gleich noch einen schönen Hardbait raus und twitche einfach mal ordentlich durch. Und vielleicht beißt dann ja sogar der Huchen drauf. Weil hier überall, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ganz, ganz, ganz viele kleine Elritzen. Habe ich die jetzt gespookt? Einfach nur, weil ich hier runtergegangen bin? Das kann sein. Ach nee, da hinten. Guck mal da. Da sehe ich es doch. Da ist doch... Ich sehe sie, aber sie... Ja, und zack, hab ihn. Haha. Juhu. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Döbel. Ersten Fisch im Huchenfluss. Zweiter. Also ich will ja nicht sagen, aber hätte schon die perfekte Huchenkopfgröße, ne? Ja, absolut. Darf man mit Köderfisch angeln oder nicht? Toten ist es, glaube ich, okay. Er ist noch ein bisschen zu groß, oder? Oder nicht? Was meinst du? Komm, lass schwimmen. Ich würde eher sagen, es ist zu klein. Zu klein? Ja. Als Köderfisch? Für den Huchen? Nicht, dass mich jetzt veräppelst, ja? Na gut. Ausnahmsweise hast du heute Glück gehabt. So, aber jetzt werde ich mir einen kleinen Hardbait dran machen, ganz ehrlich. Versuch eine Forelle oder ein Dings zu angeln. Wisst ihr? Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt gefangen. Alter, richtig gestrampelt. Hä? Auf einmal? Alter, was war das? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen, ey. Aber es kämpft anders. Boah. Was ist das? Alter, was ist das? Oh, eine große Forelle! Eine große Forelle! Alter! Eine große Forelle! Du wolltest gerade einen Kescher fragen, ich hab keinen Kescher. Alter! 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 Junge! Alter! Oh! Hast du sie? Alter! Es gibt sie gerade nicht, sehr riesig! Alter, wie geil, Colin! Wie krass, oder? Das gibt's ja gar nicht. Oh. Einfach so beim Döbelangeln! Guck dir den Fisch an! Ich meine, ganz ehrlich, das könnte fast schon ein Huchen sein. Bist du sicher, dass es eine Forelle ist? Ey, eine Urforelle! Oh. Wie krass! Guck mal an, wie wild und alt und so die schon aussieht. Ja, und wirklich untouched, oder? Ich glaube, hier hat noch niemand zuvor geangelt, weil hier noch nie jemand vorher auf Forelle geangelt hat. Krass, Colin. Eine riesige Überraschung im Huchenfluss. Ich glaub's nicht. Krass. Alter, wie krass, ne? Komplett krass. Das ist ja wirklich heftig. Ey,
Ey, heftig. Geisteskrank. Schön. Jetzt haben wir alles eigentlich, was im Bach lebt, außer Elritze und Huchen. Ja. Ich habe mir extra schon gerade einen kleinen Wobblerruf gemacht, weil ich genau eigentlich so einen Fisch auch fangen wollte. Ja, also die würde wahrscheinlich einen Wobbler nehmen. Ja. Na gut, aber wo die ist? Da sind auch die ganz, ganz großen. Richtig. Bei Bachforelle und Huchen gesellt sich gern. Kennt ihr das Sprichwort, ne? Oh, ich hab. Geil, ey! Alter. Was ist das? Schon ein bisschen dunkel geworden, Leute? Oi. Ey, aber ohne Spaß, der hat 50. Alter, wie geil. Ist das die richtige Größe? Also das muss schon ein Meterhuchen sein, damit er den fängt. Ich habe vorher doch nur Spaß gemacht, Victor. Er ist viel zu groß. So. Aber du hast deinen Job eigentlich gut erfüllt. Krass. Genau, endlich. Also, ihr seht schon, das Licht wird weniger. Ja, aber jetzt kommt die heiße Phase, Victor. Genau. Blaue Stunde, Leute. Alle Kameraleute lieben es und wahrscheinlich auch alle Fische. So, nur wir Angler lieben es halt nicht, weil man stolpert, fliegt hin, bricht sich Genick, ja, wirft im Baum. Unicorn dir gleich song. Nachher, wenn es richtig dunkel ist, gibt es trotzdem kein Licht, weil das verscheucht die Fische. Ja, dann, da geht es genau. Da geht's schön uns abtasten ins Wasser. Ja, aber guckt euch mal den Spot an. Colin, hier sollten wir auf jeden Fall morgen zum Eisbahn herkommen. Das sieht mir echt schön aus, ey. Muss man schon sagen. Ja. Am roten Kopf, Victor. Also ich habe ja einen Heiligenschein auf. Bei dir ist ja eher so ein bisschen teuflische Stimmung angesagt. Die sehen schon aus wie so Jedis auf jeden Fall. Ja, jetzt könnt ihr mal raten, wer der Jedi-Meister und wer der Padawan ist. Darth Vader. Krass, dass ich das noch kenne, oder? Das ist eigentlich nicht krass, das muss jeder kennen, das allgemein wissen. Mich letztes Mal in den Kommentaren bei unserem letzten Video, wo ich geisteskrank von euch gehatet, weil ich E.T. nicht kannte. Aber hab ich nachgeholt. Hast du angeguckt? Habe ich nachgeholt, ja. Geil, freut mich. Und wie fandest du das? Klassiker. Ja, ist halt nicht modern geschnitten, ne? Das hat ja nichts zu bedeuten. Was machen wir jetzt hier? Je nachdem, wie gut deine Mikrofone den Noise canceln, würde man jetzt schon hören, dass wir an einem richtig dicken Wehr sind. Also hier fällt das Wasser so einen Meter runter. Mhm. Fische kommen auch nicht hoch. Vielleicht sammeln sich da richtig tief, anderthalb, zwei Meter. Ja. Und da, ich muss sagen, nachts, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit neu zu knoten. Ich fische jetzt nur noch Swimbaits an der Oberfläche, damit ich nicht abreiße unten im Grund. Weiß nicht, was machst du? Ich fische jetzt einen riesigen Fatspring Impact in Tasty Motoröl. Okay. Aber werde auch am Leichenkopf den eher oberflächennah präsentieren. Weil der hat einen schönen dicken Bauch, den müsst ihr von unten auch geil sehen mit der Silhouette. Dann würde ich mal sagen, haben wir unsere Tactics. Jetzt wird nur noch Rotlicht gemacht, du machst deine Lampe schön aus. Jo. Und dann geht's ab ans Wasser. Oh. Hier habt ihr also einen riesen Buckellachs gesehen. Nein, aber ein Huchen, der gebuckelt ist wie ein Buckellachs. Also ein Buckel-Donau-Lachs. Ich weiß nicht, warum die das macht. Ich habe es schon echt oft gesehen. Vielleicht wirklich, um Angler zu spotten, also wirklich zu gucken. Ja. Ja, aber hast du eine bessere Theorie? Na, warum buckeln denn Lachse? Machen die auch. Oder Karpfen. Die gucken doch nicht, ob da Angler sind. Also wenn sie das machen würden, dann würde ich sofort mit dem Angeln aufhören. Weil dann würde ich denen unterstellen, müssen sie ein Bewusstsein haben. Ja, ich sag mal, Luft atmen werden sie wohl nicht. Weißt du das? Ich glaube, es hat irgendwas mit Läusen zu tun. Die wollen die Läuse loswerden. Okay. Ja, was war das? Aber hier ist irgendwas drin. Da kann man da hinschmeißen im Wasser. Was ist das? Wir gehen jetzt noch ein Stück runter. Wir stehen hier auf so einer Insel. Ja. Und hier ist auch wieder so ein eher langsam fließender, tiefer Pool. Mhm. Und dann bist du rüber auf die andere Seite. Ja. Holst langsam ein. Wartest auf den Rumsch. Machen wir drei Würfe, machen drei Minuten Pause, dann nochmal drei Würfe und dann Spotwechsel. Okay. So Leute, meine Hoffnung ist, dass hier unter der Brücke, hier ist ja dann auch so ein Schatten, dass sie vielleicht hier unter der Brücke chillen und dann aus dem Schatten heraus jagen. Ey Leute, ich habe gerade einen Huchen gesehen. War kein Riese, war jetzt ein 60er. Und ist hier vor mir einfach lang geschwommen, hier vor mir im Wasser. Boah, das war richtig krass. Du bist nach Pumpe gegangen. Fischen jetzt hier gerade so einen super, super flachen Bereich. Die Route komplett nach oben. Ich am Grund bin von Swimbait. Oh, das war richtig spannend gerade, das macht so Bock. Aber natürlich ist der Tag sogar noch viel schöner, wenn man den blauen Fluss und alles sieht. Jetzt gerade einfach die guten Chancen, großen Fisch zu fangen. Aber ich bin richtig heiß, ey. Ich bin aufgeregt, muss ich sagen. Einfach eine wunderschöne Angelei.
So Leute, also letzter Spot wahrscheinlich für heute. Oder vielleicht auch für immer. Für immer, richtig. Ich hab's dir gerade schon erzählt, ne? Hier gibt es einen bösen Bewacher, einen Spotbewacher. Das Geile ist hier, muss man echt sagen, im Vergleich zum bösen Deutschland, wo man sagt, jeder Quadratmeter gehört mir, dass hier die ganzen Häuser keine Zäune haben. Das heißt, man kann einfach durch die Gärten rennen, an die besten Spots zum Angeln. Aber wir haben andere Wachmethoden und da, genau in dem Grundstück. Das gibt eine Selbstschussanlage, richtig. Genau. Nee, da ist ein riesen fetter Hund. Der ist angekettet, aber wirklich nach also hoffentlich angekettet. Einer richtigen Traktor-Stahlkette. Und wir hoffen, dass es nicht heute der Tag ist, wo der Pfeil sich lockert. Genau, das hoffen wir. Aber falls doch, Leute, denkt immer an meinen Ratschlag. Bring eine Person zwischen dich und den Bären. Ups, wir können nicht weiterlaufen. Ich sag dir, die machen ernst mit dem Wachhund. Die nehmen das ernst. Das ist ja, was machen wir jetzt so? Rüberspringen oder das heißt, ja nicht, das heißt ja nicht verboten durchkriegen, das heißt ja nur Obacht geben. Obacht. Obacht geben. Wir geben jetzt Obacht. Schnell. Hoffentlich hat es keiner gesehen. Ich glaube, vielleicht ist er heute auch gar nicht da. Der Hund? Normal müsste es jetzt schon komplett. Vielleicht ist er halt auch Freigang heute. Also normal müsste er jetzt hier rechts chillen. Hier rechts? Ja, rechts hier auf der Wiese. Nicht, dass er dann aus Versehen woanders angebunden wurde und jetzt ein bisschen mehr Kette zu uns hat. Okay, aber ist egal, ich würde sagen, gehst einfach mal vor. Der ist schon wirklich groß, ne? Also wirklich ein Wolf. Also gehen wir doch jetzt hier nicht lang? Also normal, als ich letztes Mal hier war, hat er jetzt schon komplett eskaliert und gebellt. Also. Boah! Hast du dich erschrocken? Total. Hose ist nass. Ach, hier gehen wir runter, in den Vorgarten von den Menschen rein. Jo. Das ist ja wild. Oh ja, wirklich ein bisschen Schiss. Ja. Können wir nicht einfach hier über das Grundstück? Ist das eine Kette? Ist das eine Kette da? Da liegt eine Kette, ja. Da liegt eine Kette, ja. Da würde ich jetzt ungern über diese Kette rübersteigen, wenn ich ehrlich bin. Gibt es einen Alternativweg? Komm, also wenn er da ist, dann hätte er uns jetzt schon gecheckt. Na gut. Ich glaube, es ist nur ein Stromkabel. Hä? Ich glaube, es ist nur ein Stromkabel. Aber schön, wie ich einfach so gewartet habe, wa? Richtig ehrenlos. Aber jetzt echt, Leute, warum müssen denn beide sterben? Ist ja auch Quatsch. Lass die Hunde, bitte. Ja. Und jetzt angeln wir hier auf dem Grundstück der Menschen, oder was? Wir gehen hier durch deren Wäscheleine durch und alles. Ja. Das ist ja wirklich wild. Da ist er. Alter, wie die Augen auch aussehen in dem Rotlicht. Siehst du das? Ja, krass. Das sieht man nicht auf Kamera. Aber man sieht, weil wir den Rotel anleuchten. Aber man sieht die Silhouette auf der Kamera und es sieht so gruselig aus. Alter. Das ist ja auch wirklich gruselig. Na gut. No risk, no fun. Richtig. Leute, ihr könnt es nicht sehen, ich hatte gerade einen richtig heftigen Biss. Und zwar einen richtig heftigen Biss. Alter, war das krass. Hat der reingetockt. Alter, als ob es keinen Morgen gibt. Alter, war das krass. Hier sind richtige dick Ones drin. Alter, was rennt mich fast die Rute aus der Hand gezogen. So ein mit Biss einem war das. Ding da auf nee, der Seite? So ungefähr in der Mitte da. Leute, das war eben richtig krass. Das war richtig, das war kein Stein. Ja, und da bricht immer nur den Lauf, ne? Aber der Fisch hat mir die Rute vorne aus der Hand gezogen gerade. Aber warum der nicht gehangen hat, ich kann es euch nicht sagen. Es war so ein Biss wie damals. Riesen. Oh, das war richtig so ein. Ist echt belastend bei einer Fischer. Der Fisch, der 10.000 Würfe in Fehlbiss, tut echt weh, ey. So, Leute, jetzt gehen wir an einen ganz krassen Spot, ne? Ja, auf jeden Fall. Also hier wurden schon ein paar Fangmeldungen gemacht. Ja. Aber müssen wir uns leise sein. Hier ist so eine kleine Brücke, aber die ist aus Eisen. Also wenn du da laut auftrittst, dann muss man nicht trampeln, ne? Schnell rüberrennen. Da hallt das gesamte Tal hier. Das ist schon, wenn man ganz ehrlich, Leute, mit dieser Dunkelheit, dass man die ganze Zeit jetzt nicht das Licht anmachen kann, das ist schon auch irgendwie
komisch. Es wäre nicht so, wenn wir höheres Wasser hätten, also trübes Wasser, dann könnten wir auch tagsüber abräumen. Aber so ist das halt jetzt die heißeste Phase. Aber die ist schon nicht so, als würde hier gar nicht geangelt werden, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Mhm. Wir sehen auch geil aus in der Kamera, oder Leute? Mhm. Diese zwei Aliens. Ist ja auch so. Wir sind ja auch Aliens, ganz ehrlich. Was wir hier machen, das macht ja kein normaler Mensch. Wir müssen das jetzt... Ja, ihr wisst doch noch, wo letztens Victor in dem Video mal Werbung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht haben. Hier kommt die, also wenn ich glaube, wenn du 100 Huchenangeltage hast, dann passiert auf jeden Fall was. Ah, fuck. Nee, das ist nicht dein Ernst, also Colin. Okay, da hat sich die Mühe ja richtig gelohnt. Okay. Hier ist eine Laterne, Leute. Okay, ich wusste nicht, dass die in dem Land hier Bewegungsmelder haben. Es ist einfach nur eine Laterne an dem Spot, wo wir jetzt hier angeln wollen, oder was? Ja, ich bin sonst immer von hier gekommen, weil ich das nicht gesehen. Da können wir eigentlich sein lassen. Also ganz ehrlich, wir machen jetzt Verwirrung. Wenn wir jetzt hier einfangen, ja, dann stelle ich bitte diese Theorie mit diesem Licht in Frage und dann angeln wir nur noch mit Licht. Ja, aber also wir können gerne einen Würfel machen, wenn du willst, aber Trust habe ich nicht. Da hat sich das Anschleichen ja so richtig gelohnt. Ja, konnte man nicht wissen, ey, Mann. Okay, oder lass einfach 10 Minuten warten. 10 Minuten? Am Spot. Ich warte jetzt 10 Minuten, jetzt hat mich eingeschlafen. Ja, wenn du jetzt reinplatscht und die gerade gespukt sind durch das Licht, dann das wird nix. Ihr mit eurem Anglerlatein immer. Krass, Leute. Ja, wir warten jetzt eine Minute, aber nicht 10. So, eine Minute ist vorbei. Los geht's. Colin, auf. Auf los geht's los? Hopp. Okay, aber schön weit auf die andere Seite werfen, damit es schön wenig platscht, okay? Jo. Bei dem roten Licht, da passiert gar nichts mehr. Das sehen die nicht unbedingt. Ja, auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Sehen wir auch weniger. Aber ich... Alter! Nee. Doch! Schon da? Alter! Oh! Oh! Geil! Alter! Zack! Er ist drin! Ich glaub's nicht! Abgefahren. Tolles Tier, oder?